Jawohl, zurück aus Nürnberg, zurück zum zweiten Durchgang in diesem spannenden Montagabendspiel. Traditionsreich ist es allemal. Nürnberg gegen München. Die Löwen, die früh wechseln mussten mit Yannick Stark für den verletzten Sanchez. Nürnberg mit Chancen plus im ersten Durchgang. Und wir sind höchst gespannt, was jetzt passiert im zweiten Durchgang hier in Nürnberg. Bei einem Club, der jetzt von rechts nach links spielt gegen Löwen, die sich verbessern müssen. Zum Ende der ersten Halbzeit. Es gibt Gelb für Nürnbergs Füllkrug. Geht zu hart von hinten in den Zweikampf gegen Valderrama. Das ist vertretbar, aber keine große Aktion, um die hier lange diskutiert werden muss. Füllkrug nimmt sie hin. Und das Spiel geht weiter. Mit Okotie, der diese große Chance hatte vorm Ende des ersten Durchganges. Mit dem Schlusspfiff quasi nochmal vom Tor von Rakowski. Und nur am Pfosten gescheitert ist. Yannick Stark. Für ihn die Chance, heute mal eine gute Stunde Einsatzzeit zu haben. Wolf. Wittek. Nochmal Marius Wolf. Sie suchen nach dem Raumgewinn. Weigel. Okotie. Jetzt vielleicht über Stark. Okotie. Kein Abseits. Doch, Pfanne ist oben. Für Rubino Okotie. Und das war, meine ich, auch richtig. Stand bedächtig weit vorne am Nürnberger Tor dran. Schauen wir nochmal. Spät aufgehoben, aber rechtzeitig von Polak. Und jetzt der erste Wechsel bei den Nürnbergern. Füllkrug geht. Und das müsste Stark sein, der in die Partie kam für Nürnberg. Bei den Münchnern kommt Daylon Klaasen in die Partie. Und wird damit das Mittelfeld beleben müssen. Das zumindest die Ziele dieses Wechsels bei den Löwen. Dittgen kam für Nürnberg. Junger Mann unter Ismail in die Mannschaft gerückt. Und Klaasen hat Wolf ersetzt, der viel gemacht hat, aber dem der ganz große Moment heute verwehrt blieb für 1860. Wittek. Klaasen. Weigel und nochmal Klaasen. Rama, was so wunderbar funktioniert hat. Diese schnellen, überraschenden Momente auf der Seite links oder rechts. Das klappt im zweiten Durchgang überhaupt nicht mehr. Diese herrlichen Kombinationen von Wolf und Weigel von München 60, die sie immer wieder durchgebracht haben mit diesem Überraschungsmoment gegen Nürnberg. Das klappt nicht mehr und trotz höherem Ballbesitz für die Löwen steht es 0:0 und Nürnberg hat zumindest sich verbessert im Vergleich zur Anfangsphase. Rammer, das ist zu einfach gegen Nürnbergs Jan Polak. Polak, Silvestre Candeas. Czeluska, der Rechtsverteidiger im Duell mit Rama. Es gibt Einwurf für die Nürnberger. Und der nächste Wechsel bei Nürnberg. Jetzt kommt Niklas Stark, eben noch als Fehlinterpretation für Dittgen. Jetzt wird gewechselt, Koch geht und Stark kommt. Der nächste hoffnungsvolle Wechsel bei René Weider, der ganz genau weiß, dass der Sieg möglich ist und damit auch der Befreiungsschlag. Nürnberg wäre zumindest aus dem Gröbsten raus und könnte sich wieder ein wenig besser in der Tabelle wiederfinden.
Aber dafür braucht es eben den Sieg. Celoska für Silvestre. Jakub Silvestre. Nächster guter Moment. Es fehlt das Tor für Nürnberg. Kann sich durchsetzen gegen Schindler. Und das ist die Nürnberger Bank. Unmut, Hoffnung, vielleicht auch schon die erste Verzweiflung, dass Nürnberg es nicht geschafft hat, weder vor der Pause noch jetzt in der ersten Chance nach der Pause das wichtige Tor zu erzielen gegen einen Abstiegskonkurrenten aus der Region. Klaasen. So, geht Freistoß für 60. Auch nochmal das Gespräch und die gelbe Karte für Bultis. Und auch da gibt es keine Diskussion, ob diese gelbe Karte vertretbar ist oder nicht. Das ist eindeutig gelb, zu hart reingegrätscht. Freistoß, Klaasen. Oh Gott, hier. Gefunden und gesucht. Drama am langen Pfosten. Rakowski schafft es nicht, den Ball zu klären. Und München 60 führt durch Walde. Drama in Nürnberg. Völlig unnötig den Straffreistoß verursacht. Durch Bultys überhartes Einsetzen. Dann wird Okot hier gesucht von Klaasen. Der Ball rutscht durch zu Rama. Rakowski ist im ersten Moment noch da. Aber Rama kann nachsetzen gegen Nürnbergs Torwart. Und nochmal, das ist der erste Abschluss. Da ist Rakowski da. Schafft es da nicht schnell genug, sich neu zu orientieren. Auch der andere Hofland, der Innenverteidiger, der andere Nürnberger, schafft es nicht. Mösmer war es, der beim Torwart steht. Und da führt München 60 überraschend nach schwachem Auftakt im zweiten Durchgang mit 1:0 durch Waldet, Rama und dessen dritten Saisontreffer. Nürnberg wird wechseln, Sie sehen es rechts unten, geht, so meine ich zumindest zu erkennen, der erste nach außen. Aber entscheidender dieser Wechsel, denn Rama ist rausgegangen nach dem Führungstor, durch Corbinian Vollmann ersetzt. Junger Mann, junges Talent, das die Löwen mehr und mehr einbringen wollen. Mittelfeldspieler, hat 25 Minuten Einsatzzeit gehabt bislang in der zweiten Liga. Heute werden es dann höchstwahrscheinlich weitere 20 für Corbinian Müller. Vollmann. Silvester. Und Nürnberg muss sich neu orientieren. Aber so nicht. Schöpf. Jan Polak. Wieder Schöpf. Und Silvester. Vielleicht wäre ein Wechsel noch die Möglichkeit. Sie könnten noch einmal wechseln, haben bislang Stark und Dittgen gebracht. Dittgen noch überhaupt nicht zu sehen in dieser Partie. Stark das ein oder andere Mal am Ball, aber entscheidend waren diese Wechsel noch nicht. Aber es fehlt auch an Alternativen auf der Bank. Mlapa fällt aus. Niklas Stark und Ortega. Gute Tat, sicher von Ortega. Der hier jetzt auch gefordert ist, Stefan Ortega. Bultis. Im erweiterten Sinne der Mann, der den Freistoß verursacht hat und damit auch das Tor möglich gemacht hat. Aber da jetzt Bultis auszumachen als Schwachstelle, wäre dann doch zu einfach. Sicherlich unnötig reingegrätscht. Der Freistoß völlig vertretbar, aber da haben andere Leute geschlafen als weil der Drama so frei zum Ball kommen konnte. Anger. Wieder über rechts. Klaasen. Nächste gute Flanke. Adlung. Rakowski geht nicht ran. Der Ball war nicht im Tor.
Und die Fahne war, meine ich, oben für Daniel Adlung. Weil er jetzt eindeutig zu weit vorne steht. Richtige Entscheidung. Wunderbar gesehen. Wäre es spielentscheidend gewesen, wenn der Ball drin gewesen wäre. So bleibt es eine Randnotiz. Aber klasse gesehen. Natürlich ist das abseits. Und da wird auch nicht lange diskutiert. Weiß er vermutlich selber, so frei wie er stand bei der Flanke von Klaasen, dass er da höchstwahrscheinlich zu früh gestartet ist. Schon wieder Wittek über links, legt Tempo ein, gegen Czelustka, rausgeköpft, stark, wunderbar nachgesetzt. Das ist Vollmann gerade angesprochen, jetzt am Ball. Korbinien, Vollmann, Klaasen gegen Czelustka, nachgesetzt und wieder Wittek. Klaasen, und der kann gute Bälle schlagen, wie beim Freistoß. Wittek, Weigel, Jannik, stark, in Schönheit gestorben, diese Kombination der Löwen. Und jetzt wäre mal etwas platzbar, Platz dann Jürgen Besmer, Silvester. Und das Abspiel für Dittgen misslingt beim Torschützenkönig der vergangenen Saison, bei Jakub Silvester. Orkort hier, jetzt ist Tempo drin, München kriegt seine Räume. Dittgen. Schöpf. Mösmer. Schön verlängert. Gibt Abschuss für Ortega. Weil Silvester hat jetzt am Ball war. 2 Minuten noch. 2 letzte Minuten Chancen für Nürnberg. Vielleicht nochmal hier das Tor zu erzielen. Und schauen Sie mal, Jürgen Mösmer jetzt am Strafraum der Löwen. Damit ist natürlich auch Platz in der Hintermannschaft. Sie stehen da, meine ich, mit der Dreierkette jetzt. Irgendwie verteidigend bei Münchner Ballbesitz. Und sobald sie angreifen, geht unter anderem auch Mösmer nach vorne. Stark. Oder macht München den Deckel drauf. Stark zunächst, verpasst. Candeias, Silvester, nochmal Candeias und Dittgen. Dittgen, gut gedacht. Und auch hier ist die Fahne oben. Ähnliches Spiel wie eben bei den Löwen jetzt auf der anderen Seite. Auch das ist korrekt. Ein Nürnberger im Abseits reicht aus, wenn er ins Spielgeschehen eingreift, um hier das Spiel zunächst zu unterbrechen. Korbinien Vollmann. So, der Blick auf die Tabelle schon mal. Da hier die letzten Sekunden laufen. München würde vorbeigehen an Nürnberg. 18 Punkte, sie wären sogar vorbei an Frankfurt und würden nach diesem Spiel den 13. Rang belegen. Für Nürnberg ging es runter auf Platz 15 und damit wäre der Club wieder mittendrin im Tal der Sorgen. Silvestre, sie haben jetzt die Chance, das zu verhindern. Über Polak und Stark, die Fahne war oben für Niklas Stark. Partie ist noch nicht vorbei, aber der Angriff hätte nicht gezählt. Niklas Stark. Beim Pass von Polak zu weit vorne und die Rasenmarkierung zeigt uns, dass das richtig war. Polak war angeschlagen und das war's in Nürnberg. Das war es mit dem Sieg der Löwen 1:0 durch dieses eine entscheidende Tor, als Nürnberg geschlafen hat und Rama traf. Sie gewinnen am Ende schmeichelhaft bei einem Spiel, bei dem deutlich mehr drin gewesen wäre auf beiden Seiten. Ein mageres 1:0. Ein Tor reicht den Münchner Löwen aus zum Sieg und damit auch zum 13. Rang nach diesem Spieltag. Es bleibt oben alles, wie es war. Das war bereits vor diesem Spieltag klar, vor diesem Spiel klar. Ingolstadt vor Kaiserslautern. Hinten verändert sich etwas. Nürnberg rutscht auf Platz 15, München auf Platz 13, Frankfurt auf 14. Das sind die Plätze, die sich verändern. Der VfR Aalen rutscht auf den Relegationsplatz Richtung Liga 3. Das also die tabellarischen Veränderungen, ansonsten keine situations-
Umstimmung auf beiden Seiten. Es bleibt für beide beim bitteren Abstiegskampf auch nächste Woche dann beim nächsten Spiel. Das wird dann der letzte Spieltag sein dieser zweiten Bundesliga-Hinrunde. Nürnberg gegen Aalen und München 60 gegen den KSC zu Hause am Samstag. Sonntag dann Nürnberg in Aalen. Das also die Spiele für das kommende Wochenende für diese beiden Vereine. Wir verabschieden uns aus Nürnberg, bedanken uns für Ihr Interesse beim obligatorischen Montagsspiel dieser zweiten Bundesliga. Nächste Woche ist kein Montagsspiel dieser zweiten Liga. Das bedeutet, es wird auch kein Live-Spiel am nächsten Montag geben. Wir werden dennoch weitere und viele spannende Partien übertragen, auch in der dritten Liga dabei sein am nächsten Wochenende. Das war's zunächst. Ein Tschüss aus Nürnberg, ein Tschüss aus dem Frankenstadion und bis zum nächsten Mal unter der Woche. Viel Spaß mit der Champions League.